Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ganz gerne meine Rede beginnen mit einer Gratulation. Und zwar möchte ich gratulieren den 20.000 Menschen in Deutschland, die seit der Eröffnung der Ehe vor gut einem Jahr in unserem Land geheiratet haben, die vor den Traualtar getreten sind, die Ja gesagt haben, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander einzustehen, bis dass der Tod sie scheidet. Diese Menschen haben Ja gesagt, Verantwortung füreinander zu nehmen, einander treu zu sein. Und darüber freue ich mich. Ich freue mich auch und gerade als Christdemokrat darüber, weil diese Menschen zutiefst bürgerliche, zutiefst konservative Werte leben. Und ich finde, das verdient Anerkennung und Respekt, meine Damen und Herren. Und der Weg dahin, auch und gerade bei uns in Deutschland, war kein leichter. Auch in meiner eigenen Partei und Fraktion haben sich viele Kollegen schwer getan und manche konnten am Ende der Öffnung der Ehe auch nicht zustimmen. Aber am Ende hat der Deutsche Bundestag mit einer überwältigenden Mehrheit das Gesetz beschlossen. Die Abgeordneten hier im Hohen Haus haben aufgrund ihrer ureigensten Überzeugung frei nach ihrem Gewissen entschieden. Und die Debatten, die wir hier im Deutschen Bundestag mit einer Gewissensentscheidung abschließen, das sind oftmals die schwierigsten. Sie sind aber auch oftmals die besten. Sie werden als Sternstunden des Parlaments bezeichnet, weil allein die Kraft des Argumentes zählt. Und sie berühren oft fundamentale Fragen von Staat und Gesellschaft, von Leben und Tod, von Moral und Ethik. Und durch Gewissensentscheidungen werden gesellschaftliche Kontroversen befriedet. Und daher sind diese Entscheidungen, Gewissensentscheidungen, mit einer besonderen Bestandsfestigkeit und auch oftmals von einer besonderen Akzeptanz befestigt. Und ich finde, es ist ein guter und auch ein notwendiger parlamentarischer Brauch, dass, und selbst wenn sich die Mehrheiten hier im Hohen Hause ändern sollten nach einer Wahl, solche Entscheidungen nicht geschleift und nicht rückgängig gemacht werden, weil das gebietet der Respekt vor der Institution Bundestag, das gebietet der Respekt vor der Gewissensentscheidung der Abgeordneten und das gebietet auch der Respekt vor der gesellschaftlichen Befriedung, die damit erreicht wurde, meine Damen und Herren. Und trotzdem will nun die AfD alles wieder zurückabwickeln. Ich akzeptiere, dass Sie diese Entscheidung ablehnen. Aber als Demokraten hätten Sie die verdammte Pflicht, auch diese Entscheidung zu akzeptieren. Und dass Sie nun dagegen vorgehen, zeigt nur einmal wieder, dass Sie mit Demokratie nichts am Hut haben, dass Sie keinen Respekt haben vor der Gewissensentscheidung, die hier im Hohen Haus getroffen wurde. Sie wollen einen gesellschaftlichen Rollback. Sie wollen die Gesellschaft spalten. Sie wollen sich auf Kosten von Schwulen und Lesben in unserem Land profilieren. Das ist verantwortungslos und das ist regulär, meine lieben Damen und Herren von der AfD. Und jetzt versuchen Sie auch noch, Ihre reaktionäre Politik verfassungsrechtlich zu bemänteln. Sie wollen verfassungsgemäße Zustände wiederherstellen. Die Ehe sei klar als Bund von Mann und Frau durch das Bundesverfassungsgericht so definiert. So schreiben Sie es in Ihrem Antrag. Das ist jetzt entweder vorgeschoben oder Sie haben eine sehr mäßige staatsrechtliche Ausbildung erhalten und in den ersten Semestern Jura nicht richtig aufgepasst. Denn wenn wir uns den verfassungsrechtlichen Ehebegriff in Artikel 6 unseres Grundgesetzes anschauen, dann stellen wir fest, und zwar in der Diktion der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auf das Sie sich ja gerade beziehen, dann stellen wir fest, dass dieser Begriff offen ist. Er muss in den jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet werden. Er muss mit Blick auf einfach gesetzliche Regelungen und mit Blick auch auf die gesellschaftlichen Anschauungen interpretiert werden. Unsere Verfassung lebt, sie atmet, sie verändert sich genauso wie unsere Gesellschaft sich verändert. Und das Verständnis der Ehe, meine Damen und Herren, das hat sich in den letzten Jahren fundamental gewandelt. Früher, da durfte es keine Ehe zwischen Adligen und Bürgerlichen geben. Früher durfte es auch keine Ehe zwischen Katholiken. Herr Kollege, eine Zwischenfrage zu? Oder? Nein, vielen Dank. Ich habe, glaube ich, eher das Bedürfnis, hier im Zusammenhang vorzutreten und nicht hier gestört zu werden von unqualifizierten Zwischenrufen. Also, früher durfte es auch keine Ehe zwischen Katholiken und Protestanten geben. Und früher konnte sogar ein Ehemann seiner Ehefrau das Arbeitsverhältnis kündigen, ohne diese zu fragen. Heute ist all das von gestern. Heute sind Diskriminierungsregelungen abgeschafft worden. Heute sind gleichgeschlechtliche Paare selbstverständlicher Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Und heute wird auch sprachlich nicht mehr darüber geredet und differenziert, ob jemand verpartnert oder verheiratet ist. Heute dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Und wir,
Wir hier im Bundestag als einfacher Gesetzgeber haben durch unsere Entscheidung im Bundestag selbst dazu beigetragen, dem verfassungsrechtlichen Ehebegriff eine andere Bedeutung beikommen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht betont, dass wir als Gesetzgeber Gestaltungsfreiheit haben. Und wir haben diese Gestaltungsfreiheit genutzt, um die Öffnung der Ehe zuzulassen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass gleichgeschlechtliche Paare heute heiraten dürfen. Das steht im besten Einklang mit unserem Grundgesetz, mit unserer Verfassung, meine Damen und Herren. Und das ist ja auch etwas, weil Herr Brandner hier sagt, es gibt keine ernstzunehmenden Stimmen neben Ihnen. Das ist ja schon eine bemerkenswerte Selbstüberschätzung, was wir dort hören. Es gibt verschiedene Gutachten, nicht nur die Anhörung im Rechtsausschuss hat gezeigt, sondern auch andere Gutachten von Staatsrechtsprofessoren haben gezeigt, dass die Verschiedengeschlechtlichkeit heute kein exklusives und damit kein prägendes Strukturmerkmal der Ehe ist. Und Sie beziehen sich ja nun in Ihrem Antrag auf den Wortlaut von Artikel 6. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob Sie eine andere Ausgabe des Grundgesetzes haben als ich, aber ich habe da jetzt nichts von Mann und Frau gelesen, sondern ich habe dort etwas von Ehe und Familie gelesen. Und wenn Sie die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes sich einmal genau anschauen und diese Rechtsprechung vielleicht auch noch verstehen, dann wüssten Sie, dass im Verfassungsgericht auch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern unter den grundgesetzlichen Schutz des Artikel 6 unter den Familienbegriff fällt. Wenn aber jetzt der Familienbegriff auch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern umfasst, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Auslegung des verfassungsrechtlichen Ehebegriffs. Das nennt man systematische Auslegung, lernt man eigentlich im ersten Semester Jura. Da haben Sie wahrscheinlich nicht gefehlt. All das ist keine überzeugende verfassungsrechtliche Argumentation. Das, was Sie uns hier in Ihrem Antrag vorlegen, das ist Murks, liebe Damen von der AfD. Ihr Antrag, der ist demokratietheoretisch verfehlt, er versucht, die Gesellschaft zu spalten und er steht verfassungsrechtlich auf tönernen Füßen. Damit kann man nur eines machen, diesen Antrag ablehnen, meine Damen und Herren. Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Jens Brandenburg.